Juti, dann, also ich möchte euch heute gerne die Public Money, Public Quote Kampagne nochmal vorstellen. Die ist ja hier auch beim Netzpolitischen Abend schon einige Male präsent gewesen. Heute wollen wir vor allen Dingen eben einen Ausblick auf die Bundestagswahl geben und vor allen Dingen untersuchen, warum es keine Ausreden mehr in der Zukunft gibt, sich eben dem Prinzip Public Money, Public Quote zu verschreiben. Ich bin von der Free Software Foundation Europe und wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Und um euch zu erklären, was freie Software ist, habe ich noch dieses Comic hier mitgebracht. Ich glaube, ihr kennt alle ungefähr die US Nuclear Chain of Command und den berühmten Red Button. Aber die große Frage ist natürlich immer, was macht denn dieser Red Button und was passiert hier eigentlich konkret? Es geht also in diesem Fall um das Thema Transparenz. Also kann ich nachvollziehen, dass hier eben Gesetze entsprechend eingehalten werden und der Red Button tatsächlich das tut, was er tun soll. Und da sind wir eben schon direkt beim Thema freie Software, auch als Open Source Software bezeichnet. Und freie Software zeichnet sich eben durch vier Freiheiten aus, nämlich, dass man die Software verwenden kann, dass man sie verstehen kann, dass man sie verbreiten kann und dass man sie verbessern kann. Das bedeutet, ich kann die Software eben für jeden Zweck ohne jegliche Einschränkung verwenden. Der Code ist transparent, also wie aus dem Beispiel jetzt eben mit dem Red Button, kann man eben in den Code hineinschauen und kann nachvollziehen, was eine Software konkret tut. Ich kann die Software verbreiten, das bedeutet auch hier wieder uneingeschränkt kopieren und weitergeben. Also ich muss keine Lizenzgebühren bezahlen oder ähnliches, sondern kann die Software einfach weitergeben. Das heißt natürlich nicht, dass man mit freier Software kein Geld verdienen kann. Ganz im Gegenteil, man kann eben mit freier Software Geld verdienen. Das wird auch gemacht. Es gibt viele Unternehmen, viele Firmen, die eben an der Entwicklung von freier Software arbeiten und damit Geld verdienen. Und die vierte Freiheit ist, dass man die Software verbessern kann. Das bedeutet, jeder hat die Möglichkeit, hier eben den Code zu modifizieren und diese Änderungen dann auch wieder allen zur Verfügung zu stellen. Also wann immer diese vier Freiheiten gegeben sind, eine Software verwenden, verstehen, verbreiten oder verbessern können, dann reden wir von freier Software. Und die Frage stellt sich natürlich, warum sollen wir jetzt freie Software nutzen oder beziehungsweise warum ist das so ein uns so ein Anliegen, das insbesondere auch im Wahlkampf zum Thema zu machen. Und da geht es zum einen um digitale Souveränität, also ein Schlagwort, was wir in den letzten Jahren immer häufiger gehört haben. Wir brauchen eben vertrauenswürdige Systeme, bei denen wir sicherstellen können, dass wir eben die volle Kontrolle über die Software und die Computersysteme haben. Und das können wir eben garantieren, wenn zum Beispiel der Code transparent ist und wir eben schauen können, dass es zum Beispiel keine Backdoors gibt. Und ein zweites Argument ist natürlich, dass es sich um Public Money handelt, also um Steuergelder. Öffentliche Einrichtungen werden eben durch Steuern bezahlt und diese öffentlichen Einrichtungen müssen dann entsprechend auch sicherstellen, dass die Mittel möglichst effizient eingesetzt werden. Um sich das nochmal ein bisschen konkreter anzuschauen, habe ich mal hier so eine Gegenüberstellung mitgebracht, also was das Problem mit proprietärer Software ist und warum eben freie Software eine Lösung darstellt. Bei proprietärer Software haben wir keine Interoperabilität. Das bedeutet, wir können also nicht systemübergreifend miteinander kommunizieren. Oft hat man das eben bei zum Beispiel Office-Anwendungen, dass hier eben die Möglichkeit nicht besteht, ja, diese Dokumente miteinander auszutauschen oder gemeinsam zu bearbeiten. Oft kommt es dann eben zu Formatfehlern. Und das Ganze entsteht eben durch ein Vendor-Login durch Anbieter. Also wenn man sich einmal in die Lebenswelt eines proprietären Softwareanbieters begeben hat, dann ist man da auch relativ schnell gefangen. Man muss immer mehrere Lösungen dazu kaufen, um arbeitsfähig zu bleiben und begibt sich damit eben sozusagen in die Abhängigkeiten eines einzelnen Anbieters hinein. Das führt natürlich auch dazu, dass damit unberechenbare Kosten einhergehen. Wann immer ein Update benötigt wird oder ein Upgrade oder ähnliches, dann muss man dafür bezahlen. Und weil man sich ja vorher in diese Abhängigkeit begeben hat, ist natürlich dann der Anbieter auch in der Lage, den Preis ein Stück weit zu diktieren und man weiß einfach nicht, was in der Zukunft auf einen zukommt. Ein weiteres Problem ist natürlich auch die Intransparenz der Software. Das ist vor allen Dingen für uns Bürgerinnen und Bürger ein ziemlich großes Problem, wenn wir also mit einer Verwaltung in Kontakt treten wollen und dann aber nicht so genau wissen, was mit unseren Daten passiert, ob hier eben ja, Datenschutz eingehalten wird, ob auf unsere Privatsphäre geachtet wird. Deswegen wollen wir eben transparenten Code, damit wir dann eben schauen können, ob zum Beispiel eben Datenschutzrecht eingehalten wird.
Ein weiteres Problem ist, dass durch die Ausgabe für Lizenzgebühren, die man eben für proprietäre Software tätigen muss, die Investments verloren sind. Also anstatt dieses Geld in die Weiterentwicklung von Software zu investieren, muss man einfach nur dafür bezahlen, dass man sie überhaupt erstmal verwenden kann. Schlussendlich gehen damit auch noch Sicherheitsbedenken einher. Ich hatte es schon gesagt, man kann nicht in den Code hineinschauen und deswegen können wir zum Beispiel nicht so einfach überprüfen, ob es zum Beispiel Backdoors gibt und ob hier eben zum Beispiel Daten abfließen ohne unser Wissen. Die Lösung ist dann eben freie Software, weil wir haben eben offene Standards. Wir haben dadurch Interoperabilität und können systemübergreifend miteinander kommunizieren und eben hier auch die entsprechenden Sachen bearbeiten. Und die Unabhängigkeit durch freie Lizenzen, also diese vier Freiheiten, die ich vorher genannt hatte, die Software verstehen, verbreiten, verwenden und verbessern, die spiegelt sich natürlich auch immer in freien Softwarelizenzen wider. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, die Software entsprechend zu bearbeiten. Dadurch, dass wir aber eben auch zusammenarbeiten können, also dass jetzt nicht jeder die Software einzeln entwickeln muss, entstehen auch Kostensenkungen, weil wir eben zusammenarbeiten, kollaborieren können. Das Ganze ist eben sehr transparent, das freut auch alle. Und wir haben auch gesehen, wann immer in freie Software investiert wird, vor allen Dingen eben durch Staaten, Regierungen, Verwaltungen, dann stärkt das auch die lokale IT-Landschaft. Also die Lizenzgebühren versickern nicht mehr irgendwo in Irland und gehen an irgendwelche Großkonzerne in Übersee, sondern unsere lokalen IT-Unternehmen werden gestärkt, was natürlich auch unsere lokale Wirtschaft stärkt. Schlussendlich haben wir eben auch diesen überprüfbaren Code, der uns dabei hilft, zum Beispiel Sicherheitslücken zu finden. Also alles sehr gute Gründe, um vor allen Dingen eben auch von unserem Staat, von unserer Regierung einzufordern, freie Software einzusetzen. Das machen wir im Rahmen unserer Public Money, Public Code Kampagne. Die haben wir vor ungefähr jetzt 3 Jahren gestartet und wir setzen uns mit dieser Kampagne eben dezidiert dafür ein, dass immer dann, wenn öffentliche Gelder eingesetzt werden, um Software zu entwickeln oder zu beschaffen, diese Software allen zur Verfügung steht. Also Public Money, Public Code. Diese ganze Kampagne wird auch von sehr vielen Organisationen unterstützt, mittlerweile von über 200 Organisationen. Auch Verwaltungen haben diese Kampagne schon unterschrieben, zum Beispiel die Stadt Barcelona oder das schwedische Arbeitsamt unterstützt uns hier. Und natürlich auch sehr viele Individualpersonen, über 30.000 Menschen haben sich diesen Aufruf von uns mittlerweile schon angeschlossen. Wer das noch nicht getan hat, kann das gerne natürlich immer noch tun. Und jetzt wollen wir ein bisschen schauen, was diese Kampagne in den letzten Jahren bewirkt hat. Und da sehen wir, dass vor allen Dingen, wenn wir jetzt in Deutschland uns das anschauen, auf lokaler Ebene viel passiert. So sehen wir zum Beispiel, dass Dortmund diesem Prinzip Public Money, Public Code folgt. Erst kürzlich hat es hier einen wegweisenden Beschluss entsprechend gegeben. Der Rat der Stadt hat mit einer fraktionsübergreifenden Mehrheit den Weg frei für Public Money, Public Code gemacht. Und in Dortmund gilt künftig immer dann, wenn Software entwickelt wird oder beauftragt wird, soll diese eben auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Ähnliche Initiativen sehen wir in anderen Städten, in anderen Gemeinden, in anderen Verwaltungen. Dortmund steht dafür jetzt erstmal nur beispielhaft auch eine der jüngsten Entscheidungen in diesem Bereich. Wir sehen aber auch, dass Städte oder Verwaltungen einfach losentwickeln und diese Entwicklungen dann eben allen zur Verfügung stellen. Ein tolles Beispiel ist hier die Stadt Bühl, die eben zu Beginn der Corona-Krise den Bedarf nach privatsphärefreundlichen und kostenlosen Videokonferenzplattformen erkannt hat und hier die das Videokonferenz-Tool Palim Palim ins Leben gerufen hat. Ein Tool, was auf Jitsi basiert, also wo wir uns jetzt hier auch im Rahmen des NBAs zusammentreffen und wo eben dann den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, aber eben auch der Verwaltung selbst ein Videokonferenz-Tool zur Verfügung gestellt wurde. Und das Ganze funktioniert natürlich auch grenzenlos. Also weltweit kann dieses Tool von der Stadt Bühl genutzt werden. Und hier sehen wir, dass eben auch ohne gesetzliche Vorgaben oder Ähnliches entsprechend die Leute aktiv werden können und hier eben solche Software zur Verfügung stellen können.
Wir sehen aber auch, um jetzt mal den ganz großen Bogen zu spannen, auf europäischer Ebene immer mehr Aktivitäten in diesem Bereich. Die Europäische Kommission hat im Oktober letzten Jahres sich selbst eine Open Source Strategy mit auf den Weg gegeben, wo sie eben darauf drängt, dass eben innerhalb der europäischen Verwaltung, also zum Beispiel innerhalb der Europäischen Kommission, Softwareentwicklung eben auch vorwiegend in Richtung freie Software entwickelt werden sollen. Die Strategie hat leider immer noch sehr viele Loopholes und Lücken, aber es gibt sie immerhin. Und wenn wir da eben auch uns in anderen Ländern in Europa umschauen, zum Beispiel in Italien, sehen wir, dass es hier eben schon konkrete Gesetzgebung gibt. In Italien ist es zum Beispiel so, dass freie Software by default Priorität genießt. Also es muss immer freie Software entwickelt werden. Wenn man das nicht tut, dann muss öffentlich begründet werden, warum man nicht auf freie Software gesetzt hat. Also wir sehen die Bandbreite von Aktivitäten von lokaler über nationale Ebene bis hin auf die europäische Ebene ist sehr groß. Es gibt überall Bewegungen im Bereich freie Software, mal mehr, mal weniger festgezurrt, aber es passiert relativ viel in den letzten Jahren, nur in Deutschland hängt man da immer noch ein bisschen hinterher. Wir haben ja keine entsprechende Gesetzgebung. Gleichwohl macht man sich auch in Deutschland auf den Weg. Man versucht eben über ein öffentliches Repository freie Software zu sammeln und die eben, also freie Software, die in Verwaltungen bereits eingesetzt wird, die soll eben in diesem Repository gesammelt werden und dann anderen Verwaltungen auch zur Verfügung gestellt werden. Hier gibt es jetzt ein Pilotprojekt, was in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Innenministerium durchgeführt wird. Wir hatten uns im letzten Jahr, da gab es auch einen Vortrag hier beim Netzpolitischen Abend, in einer großen Gruppe mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft eben mit dieser Forderung an die Bundesregierung gewandt. Jetzt gibt es dieses Pilotprojekt. Also man sieht, dass unsere Forderungen zumindest gehört werden und dass es hier erste Versuche gibt, diese entsprechend auch umzusetzen. Darüber hinaus, was uns sehr gefreut hat, gibt es auch einen Parteitagsbeschluss der CDU, die eben den verpflichtenden Einsatz von freier Software vorschreibt. Auch hier natürlich wieder Loopholes und es ist ein Parteitagsbeschluss der CDU. Das bedeutet, dass es jetzt erstmal nicht zwingend bindend für diese Regierung ist, in der wir sind. Und das heißt natürlich auch nicht, dass das unmittelbar bei der nächsten Regierung dann Einfluss haben wird. Aber wir werden natürlich darauf drängen und auch die anderen Parteien zur entsprechenden Äußerung versuchen, ein bisschen hinzuschubsen. Wie wir das machen, natürlich machen wir das mit unserer Public Money, Public Code Kampagne. Wir haben aber auch im Rahmen oder im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl ein Bündnis geschlossen. Wir haben uns mit 4 Forderungen für eine digital souveräne Gesellschaft mit verschiedenen NGOs an die Regierung und vor allen Dingen auch an die kommende Regierung gewandt. Und eine dieser Forderungen ist eben auch öffentliches Geld, öffentliches Gut, wo wir eben Public Money, Public Code im Rahmen dieser Forderung aufgestellt haben und hier eben im großen Verbund auch nochmal über die FSFE hinaus eben an eine kommende Regierung wenden und eben Public Money, Public Code fordern, damit eben dann künftig immer dann, wenn öffentliche Gelder investiert werden, auch die Software am Ende allen zur Verfügung stellt. Damit möchte ich diesen kurzen Input beenden und freue mich jetzt auf die anschließende gemeinsame Diskussion oder beziehungsweise Gespräch mit euch. So bin ich drauf. Ja, sehr schön. Ja, Alexander, vielen Dank. Das war schon mal ein sehr guter Einblick in die freie Software. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt, oh, Milena, jetzt bist du wieder weg. Eben hatten wir dich doch gerade als Bild da. Ah, sehr schön. Ja, okay. Wir probieren das weiter. Und ja, versuchen uns halt so ein bisschen drüber zu unterhalten. Also Alexander, beziehungsweise auch die FSFE hat gerade sehr konkrete Forderungen vorgebracht. Wie sieht das bei den Lizenzen für Impfstoffe oder für medizinische Patente allgemein aus? Gibt es da Forderungen? Ja, also ich denke, der TRIPS-Waiver, also um da nochmal hinzulenken, ist die größte Forderung, die es aktuell gibt, gestellt von Südafrika und Indien schon letzten Oktober. Da haben sich ja inzwischen 100
oder mehr als 100 Länder angeschlossen auch, die da dazu stimmen und das begrenzt auf 3 Jahre versuchen durchzubringen, dass hier Patente, aber auch andere Rechte des geistigen Eigentums freigegeben werden zum Zwecke der Covid-Pandemiebekämpfung. Und vor 3 Wochen hat ja da auch die USA dann zugestimmt oder beziehungsweise gestimmt, dass sie das unterstützen wollen würden. Deutschland tut sich, wie gesagt, noch schwer. Angela Merkel hat dazu auch gesagt, eben geistiges Eigentum zu schützen, ist dazu da, Innovationen in der Zukunft zu schützen und fährt da eine recht harte Linie aktuell. Genau. Hat Deutschland da so eine starke Position? Wie sieht das im Rest von Europa aus, also, was jetzt den TRIPS-Waiver angeht? Ja, Frankreich lenkt da wohl jetzt gerade ein. Spanien hat da auch schon eingelenkt. Trotzdem ist es eine Konsensentscheidung. Das heißt, es braucht alle Stimmen. Und da bin ich mir aktuell nicht sicher, ob daraus noch was wird. Abgesehen davon wird es noch eine Zeit dauern, bis das überhaupt verhandelt wird. Und es geht wahnsinnig viel Zeit ins Land, die man hätte nutzen können aktuell, was traurig ist anzusehen, ehrlich gesagt. Und auch nicht teilweise nicht ganz nachvollziehbar. Ja, nicht ganz nachvollziehbar, genau. Das wäre meine nächste Frage. Was ist denn das Argument dagegen? Also natürlich, klar, die Pharmaindustrie ist da wahrscheinlich nicht so interessiert dran. Genau, also vor allem das, da ist einfach kein großes Interesse da. Da ist Sorge da, dass möglicherweise das ausgenutzt werden könnte, auch für zukünftige Technologieentwicklungen, was mir auch etwas schwerfällt nachzuvollziehen. Was gäbe es denn dagegen, wenn aus dem mRNA-Impfstoff ein Krebsimpfstoff werden würde? Und auch wenn das möglicherweise von einem anderen Land kommt als Deutschland oder sonst einem anderen Land, finde ich das schwierig zu verargumentieren, was wir jetzt dagegen haben könnten. Aber da gibt es auch politische Interessen, die wir als Organisationswissenschaftler, zumindest ich, noch nicht so ganz nachvollziehen kann. In der Zwischenzeit hat China beispielsweise schon sehr umfangreich Impfdosen gespendet, was auch mögliche Effekte auf Machtverschiebungen haben kann, die vielleicht auch die anderen großen Länder jetzt nicht unbedingt im Interesse haben könnten. Also da sind ein paar politische Themen natürlich und dann einfach die Sorge, dass da Geld in der Zukunft nicht mehr investiert wird, wenn hier so viel staatlicher Druck ausgeübt wird. Gut, aber das Argument mit dem, dass das nicht mehr so viel Geld investiert wird, du hast selber gesagt, dass eine Menge öffentliches Geld da reingeflossen ist. Ja. Das hebelt das Argument doch schon so ein bisschen aus. Genau, also die Argumentation basiert letztlich darauf, auf der Überlegung, dass es eigentlich ohne staatliche Unterstützung läuft, das System. Ja? Jetzt haben wir gesehen, dass es in der Pandemie aber durchaus Willen gibt, da zu unterstützen, auch staatlich zu unterstützen, und dass es andere Mechanismen gibt, die da in Bewegung gesetzt werden, um Innovationen anzutreiben. Das heißt, das ist also für mich auch weiterhin ein schwieriges Argument. Ich verstehe natürlich, dass die Impfstoffentwicklung sehr teuer ist. Ich glaube, auch alle Open-Source-Projekte, die ich bis jetzt zu den Impfungen kenne, scheitern aktuell an den klinischen Studien in der Phase 3. Weshalb das RedVac-Projekt auch so interessant ist, weil die eben versuchen, alternative Möglichkeiten zur Testung von Impfstoffen zu entwickeln. Aber dass es teuer ist, dass dafür Geld benutzt werden muss, ist irgendwie, glaube ich, uns allen klar bislang. Aber vielleicht gibt es wirklich Möglichkeiten, das günstiger zu gestalten, als jetzt die Double-Blind-Gold-Standard-Variante mit Placebo-Impfdosen gespritzt. Und wie ist das mit RedVac? Wie finanzieren die sich oder wie wird das finanziert? Das wäre das eine Möglichkeit zu sagen, okay, man
man macht wirklich eine weltweite Sammlung und geht einfach in Konkurrenz zu den Pharmaunternehmen? Also aktuell ist das auch alles über Spenden finanziert. Das heißt, ich bin mir auch nicht sicher, ob da wirklich kommerzieller Willen bis jetzt da ist. Also da geht es schon viel auch aktuell um den Gedanken an sich, wie man das anders gestalten könnte, und testet da und experimentiert da auch sehr viel rum und schaut, was man auch von Open Source lernen kann. Es wäre sicherlich eine Möglichkeit, da anderweitig zu fördern. Ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen, die Linkage-Mechanismen gepaart mit Open-Source-Projekten beispielsweise eine Möglichkeit wären, das ins Rollen zu bringen. Wie sieht das aus mit medizinischem Equipment? Bei RedLag? Ja, gibt es sowas auch unter Open Source? Es bei Rettungsequipment zum Beispiel Initiativen gab, die versucht haben, das wirklich günstiger herzustellen und freizugeben. Okay, komplex die Impfmittelherstellung ist, das lässt sich wahrscheinlich nicht einfach aus dem 3D-Drucker holen. Ach, da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also einiges natürlich ist Open Source Software, weil einfach in den Herstellungsapparaten alles auch Software verbaut ist, die auf Open Source natürlich auch basiert. Inwieweit das jetzt allerdings wirklich andere Open Source Projekte, beispielsweise aus irgendwelche Materialien aus dem 3D-Drucker gibt, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Die Institute, die RedVac da nutzt, sind teilweise öffentliche Institute. Nicht alles wird jetzt einfach so hier in der Küche zubereitet. Ich glaube, die haben da schon Labore zur Hand. Es sind auch viele Leute, die wirklich auch an Universitäten arbeiten und da mitarbeiten. Ja, vielen Dank erstmal. Ich springe mal zu Alex rüber. Wir hatten es jetzt gerade von der Infrastruktur. Du hast auch von Open Code natürlich. Wir sehen es jetzt gerade, Stichwort Jitsi-Konferenz, Problem, dass die Schulen diese Geschichten nicht haben. Also Open Source ist natürlich, oder die Software ist eine Sache, die zweite Sache ist die Infrastruktur, auf der die Software läuft. Was gibt es da für Ansätze? Sind die mit in den Forderungen von der digitalen Zivilgesellschaft dabei? Also Open Hardware nehme ich mal an, darauf spielst du jetzt an, ist natürlich auch immer ein Thema. Ja, auch wer hält die Infrastruktur am Laufen? Wer zahlt die Server? Wer richtet die ein jetzt für Schulen, für die Bürger? Also um mal das konkrete Beispiel nochmal von Bühl zu nehmen, das läuft halt einfach über die Stadt, über die Verwaltung, und die haben natürlich auch da rein investiert. Und ich denke, das ist halt schon auch was, nicht nur in Pandemiezeiten, sondern grundsätzlich was wir von unserem Staat ein Stück weit erwarten können, dass er für uns digitale Infrastruktur ein Stück weit mit zur Verfügung stellt, dass er den Weg bereitet, dass wir hier entsprechend im Rahmen der Grundrechte miteinander zum Beispiel kommunizieren können, ohne dass wir Angst haben müssen, überwacht zu werden oder Ähnliches. Und hier ist natürlich nicht nur der Einsatz von freier Software, sondern viel, viel mehr darüber hinaus wichtig. Und das spielt sich natürlich auch immer wieder in dieser Gruppe. Es ist ja diese digitale Zivilgesellschaft, die sich da jetzt eben zusammengefunden hat. Es sind, glaube ich, jetzt mittlerweile über 80 Organisationen, die da mit dabei sind. Jeder mit seinem eigenen Fokus ein Stück weit. Und wir haben sozusagen versucht, diese vier Forderungen, die wir da jetzt aufgestellt haben, ein bisschen einzudampfen. Aber da gibt es natürlich an allen Ecken und Enden viel konkretere, viel tiefgreifende Forderungen von den einzelnen Organisationen jeweils. Und die gehen eben
von wir wollen, dass in Schulen freie Software eingesetzt wird, bis hin zu einem Breitbandausbau über eben den Einsatz von freier Software, Public Money, Public Code, aber eben auch Open Educational Resources, Public Money, Public Good. Ja, wenn man da eben noch weitergehen will, reichen diese Forderungen eben sehr weit. Und das spiegelt natürlich auch ein Stück weit die Zivilgesellschaft wider. Also, dass wir eben eine sehr diverse Gesellschaft sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Forderungen. Und die müssen eben auch ein Stück weit mit aufgegriffen werden. Und hier kann es eben nicht nur um wirtschaftliche Argumente oder Ähnliches gehen, sondern wie wir als Gesellschaft, und damit meine ich jetzt auch nicht nur Deutschland, sondern wie wir uns als Gesellschaft weltweit entsprechend weiterentwickeln wollen. Ja, vielen Dank. Stichwort Open Educational Resources. Wie sieht das in der Medizin aus? Also es war ja mal die universitäre Idee, dass Forschung öffentlich ist, dass sie eine Peer Review machen kann. Das weiß ich nicht. Ist sie noch da? Ist sie schon weg? Melina, nein, hörst du uns noch? Nein, ich bin noch da. Ja, wie sieht das in der Medizin aus mit Open Educational Resources? Ist das auch eine Frage der Patente oder sind das andere Geschichten, die da mitspielen? Nee, also da geht's weniger um Patente, da wird ja dann eher, da werden ja dann eher Studien veröffentlicht über letztlich über den Review-Prozess und dann über Journals. Wie stark Open Educational Resources da im Einsatz sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meine Annahme wäre, dass es nicht so stark ist. Einfach, weil ich es ja aus meinem Feld jetzt auch kenne, wo Open Access eben nicht der Standard und nicht die Norm ist, sondern da immer noch Journals sehr starke Machtpositionen haben, wenn es darum geht, wer Zugang zu Wissen hat und wer eben nicht und wer wie viel dafür zahlen muss. Gibt's da und, da wäre die Annahme, dass das in der Medizin ähnlich ist. Ich weiß es aber nicht. Gäbe es da eine Möglichkeit des politischen Eingreifens bei den Veröffentlichungen von Studien in den entsprechenden Journals, dass sowas frei sein muss, wenn es mit öffentlichem Geld, also von Universitäten, gefördert ist? Oder sind da die Drittmittelgeber so groß und mächtig, dass sie einfach sagen, da spielen wir nicht mit? Naja, aktuell ist es ja auch Drittmittel gefördert letztlich. Das, was wir veröffentlichen in den Journals, hat auch irgendein Drittmittelgeber die Uni oder wie auch immer bezahlt. Trotzdem ist es nicht frei verfügbar. Wir können das sozusagen ja auch freikaufen. Dann haben wir da ein Open Access sozusagen drauf. Aber wenn wir jetzt wollen, dass es in einem bestimmten Journal ist, dann haben wir da aktuell noch nicht so viel Macht, um das zu bestimmen, dass es Open Access ist. Und dazu gibt es aber einen interessanten Artikel, ich versuche den rauszufinden, wo es um genau diese Publishing-Themen geht. Letztlich zahlt der Staat auch beim Publishen zweimal. Einmal in der Entwicklung des Forschungspapiers und dann eben im Zugang. Was er dann wieder haben will von einem bestimmten Journal. Weil praktisch eine Universität im Nachhinein nochmal für eine andere Universität zahlen muss, um zu gucken, was die veröffentlicht haben. Genau, also im Grunde ist es soweit ich das jetzt einsehen kann, dass wenn ich jetzt beispielsweise einen Artikel schreiben würde und den in einem Nicht-Open-Access-Journal hätte, zahlt meine Universität Lizenzgebühren, um diesen Artikel in ihrer Bibliothek und in ihrer Datenbank anbieten zu können. Und das heißt, meine Forschung wurde zunächst von der Universität oder von einem Drittmittelprojektgeber finanziert, wird dann veröffentlicht in einem Journal und wird dann nochmal freigekauft sozusagen. Okay. Ja, ich such den Artikel auch nochmal aus. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Fall, glaube ich. Also diese ganze Veröffentlichungsthematik ist auch problematisch. Ja, also wir werden auf jeden Fall in dem Blogartikel auf der digitalegesellschaft.de-Seite natürlich alle Links auch nochmal veröffentlichen für die Zuschauer zum Nachschauen. Ja. Ja, jetzt gebe ich euch einfach nochmal die Möglichkeit. Habt ihr Fragen aneinander?
Gibt es noch irgendwas? Ja, wir zwei an uns? Ja, genau. Ja, cool. Halt mich jetzt mal raus und mach mich stumm. Ja, ich glaube, dass Impfungen da sehr viel und gerade die RedVac-Leute beispielsweise gerade ziemlich viel von freier Software lernen können. Wo glaubst du denn, ist der Unterschied zwischen einer Impfung und einer Software? Dafür kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt mit Impfungen, auch wenn ich mich im letzten Jahr sehr intensiv damit beschäftigt habe, noch nicht so gut aus. Was ich aber weiß, ist, dass es zum Beispiel, das geht jetzt nicht in die Richtung Impfung, sondern eher in die Richtung Gesundheit im Allgemeinen, zum Beispiel KNU Health gibt. Das ist ein ziemlich cooles Projekt, die sich eben damit auseinandersetzen, Software zur Verfügung zu stellen für Krankenhäuser, für Ärzte, für Labore, damit die eben mit freier Software arbeiten können und eben nicht Lizenzgebühren bezahlen müssen. Das ist vor allen Dingen eben in ärmeren Ländern relevant. Und was ich feststelle sozusagen ist, dass wir eigentlich durch die Corona-Krise jetzt an vielen Stellen eben über sowas wie freie Software oder eben diese Impfungen reden und eigentlich an vielen Stellen jetzt sehr deutlich und sehr klar wird, dass die Debatten, die wir schon viele, viele Jahre vorher geführt haben, jetzt irgendwie Realität wären und dass wir uns viel intensiver damit auseinandersetzen müssen. Der Link zu, also ich meine, ich kann deinen Argumenten absolut folgen sozusagen, auch in dem Vortrag, was du jetzt da eben erzählt hast. Und wie gesagt, dieses doppelt bezahlen für Open Educational Resources zum Beispiel, finde ich ja völlig absurd. Und da findet ja sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise Impfforschung ein Stück weit statt, die jetzt nicht nur in Laboren stattfindet, sondern wo dann eben auch Papiere rausgegeben werden, wo man sich dann eben, du hattest es auch angesprochen, eben diese, wie wird das jetzt überhaupt sozusagen, wie wird so ein Impfstoff freigegeben, welche Methoden gibt es da, um das eben sinnvoll sozusagen zu testen und solche Debatten eben auch offen zu führen und hier eben dann auch die Möglichkeit zu haben, offen auf solche Dokumente zuzugreifen, um überhaupt an der Debatte teilzunehmen. Ja, das sind ja irgendwie dann schon so die entscheidenden Fragen, über die wir uns dann dringend mal nicht nur Gedanken machen müssen, sondern die auch eben in die Praxis überführen müssen. Weil du hast auch gesagt, die nächste Pandemie kommt bald. Und von daher finde ich eben wichtig, dass wir auch eben über diese Communities hinaus uns eben solche Gedanken machen und voneinander lernen und hier eben zum Beispiel bei der Entwicklung von freier Software überlegen, ja, können wir das irgendwie übertragen auf andere Dinge oder können wir eben die Entwicklung von universitären Papers irgendwie zurückübertragen, also dass wir hier eins einfach ein bisschen mehr austauschen und schauen, wo wir sozusagen Best Practices haben und voneinander lernen können. Im Großen und Ganzen denke ich aber eben, dass da schon gewisse Parallelen sind, ohne da jetzt mich aber wirklich festlegen zu können, weil ich schlichtweg auch einfach sozusagen nicht zu tief im Thema drinne bin. Alles klar. Ja, ich denke, also wenn ich immer über Open Source jetzt auch gerade nachgedacht habe, wäre natürlich auch die Transparenz. Ich glaube, dass gerade eine große Unsicherheit in der Bevölkerung eben ist, was Impfungen angeht. Natürlich kann ich auch nicht jeden Code nachvollziehen. Genauso wenig werde ich jedes Impfrezept nachvollziehen können. Trotzdem, glaube ich, wird's gut tun, zu wissen, was da genau los ist und so weiter, wenn wir das transparenter hätten. Also ich glaube, die Transparenz, die du vorhin angesprochen hast, wäre da auch durchaus hilfreich. Vielleicht auch, um den einen oder anderen die Angst vorm Impfen zu nehmen am Ende. Also ich denke eben auch, das ist ein ganz entscheidendes Argument, was du jetzt gesagt hast. Man muss den Code gar nicht verstehen können, um eine Debatte darüber zu ermöglichen. Man muss auch kein Impfexperte sein, um eine Debatte darüber zu ermöglichen. Aber die Transparenz ermöglicht es eben, dass sehr viele Leute überhaupt erstmal Zugang zu dieser Diskussion haben und diese führen können. Und dann kann ich sozusagen das aufbearbeitet eben für mich dann auch wieder studieren und lesen, ohne dass ich jetzt eben Impfexperte oder Softwareexperte sein muss. Und das ist eben das Entscheidende. Argument bei dieser Transparenz. Es geht jetzt nicht darum, dass ich eben dann der Super-Experte bin sozusagen den Code tatsächlich analysieren kann. Aber ich kann zum Beispiel, wenn es jetzt um Software geht, den CCC eben diesen Code sich anschauen lassen und dann sozusagen gucken, was die dazu sagen. Und das sind eben so diese Sachen, dass dadurch einfach eine Debatte ermöglicht wird, an der man jetzt sozusagen gar nicht unbedingt selbst aktiv
in dem Sinne beteiligt sein muss, dass man Experte ist, aber sich eben eine Meinung bilden kann und eben diese Meinungsvielfalt dann auch ein Stück weit abgebildet wird und eben auch Einzug in eine Debatte findet. Und das ist eben der große Vorteil dieser Transparenz. Ohne dass ich selbst Experte bin, kann ich eben an dieser Diskussion trotzdem teilhaben. Und ich glaube, also überall dort, wo offene Standards oder offene Daten eingesetzt werden, haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass das tatsächlich uns gesellschaftlich voranbringt und wenn man will, auch wirtschaftlich. Ja? Also wenn jetzt sozusagen das Wirtschaftsargument auch so wichtig ist, als dass man dafür Menschenleben riskiert, ist es trotzdem auch so, dass die Offenheit auch die Wirtschaft unterstützt und damit sozusagen dieses Argument, dass man die Wirtschaft ein Stück weit schützen muss. Also man schützt nicht die Wirtschaft, sondern einzelne Unternehmen oder einzelne Branchen, die man selbst ein Stück weit sozusagen wie subventioniert durch solche Aktionen. Aber man wird sicherlich nicht die weltweite Wirtschaft damit unterstützen, wenn man die Leute nicht rechtzeitig impft. Also das ist ja auch einfach Käse. Ja, es kostet jeden Tag unwahrscheinlich viel Geld. Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, vielen Dank euch beiden. Ich sehe, die Debatte geht weiter und verschärft sich auf einem guten Niveau. Vielen Dank für eure Beiträge. Wie gesagt, wir werden das Ganze natürlich auf die Seite stellen mit Links dazu und werden verfolgen, wie das weitergeht. Einmal natürlich auch mit der digitalen Zivilgesellschaft, auf der anderen Seite natürlich auch mit den Impfstoffen. Das finde ich im Moment höchst spannend. Ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Danke ebenfalls. Ja, tschüss. Hola. Vielen Dank. super, dann ist das jetzt auch schon das Ende des 106. Netzpolitischen Abends. Allerdings würde ich noch einmal kurz sagen, dass wir uns jetzt in der Endspurtphase von der Petition, die wir und Q enteignen, befinden. Die Sammelpunkte, wo man unterschreiben kann, gibt es auf deren Website. Schaut mal nach, wenn ihr Lust drauf habt. Genau, und den 107. Netzpolitischen Abend, den gibt es am 6.7.2021, pünktlich zum ersten Dienstag des Julis. Einen schönen Abend euch.